Hey, heute machen wir ein Unboxing-Video. Gibt's sehr selten auf YouTube, somit habe ich gedacht, hey, machst du mal eins. Und was sich da drunter verbirgt, das seht ihr gleich. Und zwar ist es eine Hackbox von der Firma MFT. So, das ist der Halter da dazu. Wie ihr seht, ist der komplett montiert, also ich muss da nichts mehr zusammenschrauben, schon mal gut, quasi sofort einsatzbereit. Ja, wie ihr seht, seht ihr erstmal nichts. Ich nehme euch mal in die First-Person-Shooter-Perspektive. So, Achtung, seid ihr bereit? Und da. Spektakulär! Folie weg, ein riesen Oschi. Folie lassen wir noch dran, Folien da dran lassen. Könnte ja kaputt gehen. Guck mal, das Ding hier rausbekommen. So. Also, so sieht das ganze Ding aus. Hier geht's auf. Was uns auffällt, immenser Stauraum. Insgesamt laut MFT 300 Liter, 57 Kilogramm Zuladung, wie man sieht. Oh, maximal 160 darf ich fahren. Da können wir ja, kann man laufen auch. Gurte gibt es dazu, guck mal. Perfekt. Stromschläge auch immer wieder mal. Ja, der Grund ist einfach, der da hinten, der nimmt uns nämlich den Platz im Kofferraum weg. Und somit muss das Ganze, was im Kofferraum war, nach außen verlagert werden. Und da ich kein Freund von Dachboxen bin, habe ich mir gedacht, hey, es muss was anderes geben. Und die Dinge sieht man echt selten auf der Straße. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen. In Silber, in Weiß und in Schwarz. Wir haben ein schwarzes Auto, wäre eine schwarze Box, wäre cooler gewesen. Aber der Preis, ja, für die hier in Silber knapp über 600 Euro. Nur für die Box. Schwarz würden wir ein 100er mehr zahlen. Plus der Träger, der kostet glaube 140 Euro. Also, wieso die jetzt in andersfarbig, Weiß übrigens kostet auch über 700 Euro, ja, 100 Euro mehr wie Silber. Wieso das so ist, keine Ahnung, müsste mal MFT mal fragen. Dann gibt es hier diese austauschbaren Seitenteile, einfach herausziehen und die kann man verlängern. Ja, hier von der Seite kann man dazu kaufen welche, für gerade für Leute, die Skier haben oder irgendwas sperriges, langes. Dann setzt man die einfach hier ein. In die Lippe, in die Dichtung, gucken, dass die Dichtung dahinter bleibt. Ja, ein cooles Ding auf jeden Fall. So sieht das Ding aus. Ich werde es montieren und das seht ihr dann natürlich auch dann im Video. Und da machen wir auch mal einen Praxistest und gucken wir mal, wie viel da reinpasst und wie sich das Ding auch im Verkehr macht. Ja, also ein bisschen Elchtests, mal die über die Rennstrecke rasen. Okay, bis dann.